nenne ich mal Feuerkraft. Ich bin... Oh Mann. Okay, Konzentration. Erstmal Steam Smythe ausschalten, dann seine Robo-Piranhas. Augen immer zum Horizont. Was soll das bitte schön werden? Wow, ich glaube, ich muss gleich... Ich muss mich fokussieren. Oh Mann, mein Magen brennt regelrecht. Törichter Feuerteufel, so wie die glorreiche Melvin nährt sich dieses Gefährt von Feuer. Deine erbärmliche Gestalt kann mir nichts anhaben. Und schon bald werden meine Piranhas dieses hässliche Ungetüm von Schiff auffressen, damit die Menbi wieder die Königin der Flüsse ist. Okay, eine direkte Attacke bringt's nicht. Und ich kann mich nicht auf ihn konzentrieren, ohne dass mir übel wird. Horizont! Ich muss auf den Horizont schauen. Warte, die Menbi? Piranhas? Feuer? Alien-Brechreiz? Das ist es! Ich kann Steamsmiles Absichten gegen ihn einsetzen. Genug herumgetrödelt. Du weißt einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Nö. Ben, wo willst du hin? Steamsmiles ist da hinten. Mir scheint, der Held verlässt das sinkende Schiff. Oh Mann, Brechreiz hat sich noch nie so gut angefühlt. Was macht er da nur? Ihr seid Fischfutter. Ihr und diese schrecklichen Solarzellen, diese verfluchten Elektroturbinen. Meine Piranhas werden das alles verschlingen und dann herrscht die Menbi wieder wie damals über diese Bucht. Meine Menbi, wie kannst du sie so einer Gefahr aussetzen? Nein, stopp! Stopp! Nicht auf mich! Nein! Bleib zurück! Hört auf euren Papi! Bitte, bitte! Lass los, Gorbian! Keine Chance, Miles. Ich fürchte, du wirst jetzt abgewrackt. Nein, warte, warte. Hey, ich hoffe, du magst Meeresfrüchte. Moment, Moment, einen habe ich noch. Ich glaube, dein Schiff ist abgedampft. Okay, Kumpel, du wanderst in den Knast. Und zwar in das modernste Gefängnis im ganzen Land. Du Glückspilz. Nein! Ich werde ihn jeden Tag schreiben, Mr. Smythe. Sieht so aus, als hättest du deine Übelkeit besiegt, Ben. Gut gemacht. Ich gebe es nicht gern zu, aber Gwens Augen zum Horizont-Tipp hat echt gewirkt. Wortwörtlich und metaphorisch. Tut mir wirklich leid um die Menbi, Opa Max. Halb so wild, Ben. Die Menbi ist verschwunden, aber meine Erinnerungen bleiben für immer lebhaft. Oh, genau wie das Chili in meinem Magen. Der Horizont, Opa Max.